So, hallo, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Im letzten Mal haben wir angefangen, dieses Gebiet hier zu erkunden, diese Mauer, bla, was weiß ich. Und in diesem Part wollen wir das Gebiet halt weiter erkunden und dieses Item erstmal aufheben. Das ist eine gute Idee. Leider tut der Nietzsche, können wir zum Upgraden verwenden? Ich denke, ich werde nichts upgraden, bis ich den Zweihänder gefunden habe. Ich hoffe, er kommt nicht irgendwie erst total spät im Spiel oder so. Wie in Dark Souls 2, da kam er erst relativ spät. Ja, ich hoffe mal, ich kann ihn ja halbwegs früh finden, weil wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Denn dann werde ich die ganze Zeit mit irgendwelchen Scheißwaffen, die ich nicht upgrade, rumrennen. Aber vielleicht werde ich dann doch irgendwann, naja, eine andere Waffe halt erstmal verwenden. Aber das gucke ich dann, überlege ich mir noch. Erstmal benutze ich die noch unupgraded. So. Hier waren zwei Diebe, habe ich auf jeden Fall gesehen. Also erstmal du. Backstab. Ich bin so gut im Backstab in diesem Spiel. Da war noch einer, genau, den habe ich auch gesehen. Der da rumgehockt. Okay, die sind relativ schwach von den Leben her auch. Jetzt geht's auch runter, da geht's raus. Da gehe ich jetzt mal raus. Was gibt's denn hier zu finden? Keine Gegner, die mich von links und rechts anspringen? Schön. Aber eine Seele. Super, ich mag Seelen. Die auch mittlerweile aus irgendeinem Grund manchmal von Gegnern gedroppt werden. Ich weiß immer noch nicht warum. Ist ziemlich unnötig eigentlich. Und Backstab! Ich kann so gut Backstab auf einmal. Weißt du was? Backstab! Ja! Sterbt alle! Oh Mann! Ich werde hier noch Backstab Master 9000 oder so. Vielleicht. Ja, ach, und ich entschuldige mich, falls der Sound immer noch zu laut ist, denn der war in den ersten beiden Parts meiner Meinung nach zu laut. Ich habe ihn jetzt immer weiter runtergestellt. Jetzt ist er noch ein bisschen leiser. Weil es immer noch zu laut ist, ist er nächstes Mal noch ein bisschen leiser und so weiter und so fort. Ich entschuldige mich auch dafür, dass ich mich die ganze Zeit verspreche. Ich bin echt noch inkompletter im Reden als sonst. Oh, das ist schwer. Aber das sage ich irgendwie auch öfter. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! 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 Oh Gott! Oh Gott! Shit! 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 Er hat dasselbe Schicksal erlitten wie der Boss und auch ein anderer Gegner, den wir schon gesehen hatten. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt gerade gegen dich kämpfen will. Eigentlich nicht. Okay. Okay, du machst Schaden. Trink nicht den. Doch, trink das erstmal. Jetzt lauf. Wir scheißen jetzt auf den Gegner und gehen aber weiter. Was hältst du davon, Gegner? Okay, verfolgt mich gar nicht mehr. Das ist schön. Wahrscheinlich kann er so kaum sehen und so. Also, ich meine das jetzt ernst. Das kann wahrscheinlich sein. Weil ich meine, das schränkt schon so ein bisschen so die Sicht ein, wenn man so ein riesiges Hall auf dem Kopf hat. Finde ich jetzt so persönlich. Wobei ich halt auch nicht weiß, wie das Teil jetzt funktioniert. Also, ob das jetzt quasi sein gesamtes Gehirn ersetzt, was natürlich auch relativ gut möglich ist. Und vielleicht auch eigene Augen hat oder so. Das kann alles auch sein, natürlich. So, tun wir jetzt mit diesen Zombies hier. Diese Untoten, diese Hüllen. Zombies ist ja der falsche Begriff, da rasten ja schon wieder ein paar Leute wahrscheinlich aus, wenn ich sowas sage. Aber ist mir eigentlich relativ egal, was es ist. Hauptsache, ich kann es töten und es ist untot oder so. Brandbombe. Ich finde hier voll viele Brandbomben. Ich könnte mal ausrüsten. Erstmal die Ash-Estus-Pflanze, die ich eh nicht benutze, wegmachen. 11 Feuerbomben schon. Ich meine, sind halt keine schwarzen Feuerbomben, aber trotzdem. Ganz cool. Nee, gerade kein Interesse darunter zu gehen. Da war noch eine Tür da drin oder so, ne? Ja. Da geht's auch noch lang. Hier geht's überall lang auf den Dächern, das ist schön. Mach ich gerne sowas. Schwarze Feuerbombe. Wenn man vom Teufel spricht, würde ich sagen. Würde ich echt mal sagen. So. Hier liegt nichts. Anscheinend nicht. Gut. Vorsicht vor links. Leck mich. Wahrscheinlich ist rechts ein Gegner. Nö, auch nicht. Oder ist da ein Gegner? Das könnte sein. Aber auch gerade noch nicht. Aber du bist auf jeden Fall da. Ich habe jetzt Angst, weil da könnte echt links einer rauskommen. Okay. Backstab. Nein, okay, kein Backstab. Aber du bist relativ langsam im Gegensatz zu dem anderen, der relativ stark war. Das heißt, das Backstabben sollte mir einfacher fallen eigentlich. Okay. Jetzt mal Ausdauer aufladen lassen. Ich habe jetzt auch Kondition geskillt übrigens. Ich habe ja, war ja offscreen leveln. Also nicht leveln im Sinne von, ich habe gefarmt, sondern nur die Seele, die ich halt hatte, ausgegeben. So, wechseln. Schön. Lebt aber immer noch. Also aufgeladen, Angriff schnell und bam. Ah, das ist schön. Da kann man immer direkt, während einer gerade aufsteht vom Backstep, erstmal einen Angriff aufladen und dann direkt reinhauen damit. Das ist schön. Mag ich gerne.
Ich bin mir aber echt nicht sicher, ob es das nicht in Dark Souls 1 und 2 auch schon gab. Oder zumindest 2 oder sowas weiß ich. Ich hab's halt erst in Bloodborne bemerkt, dass es das gibt. Aber vielleicht gab es auch erst seit Bloodborne und jetzt hier halt wieder. Ich mag es auf jeden Fall sehr gerne. Okay. Da steht einer rum. Und da links. Da links. Da ist es wahr. Vorsicht vor links. Genau. Und jetzt mache ich hier, what the fuck sind das für Tasten? WTF, Mann! Nein. 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 Ja. Okay. Das ist eine Taste, die man normalerweise gar nicht verwenden kann, weil das die Share-Taste ist und normalerweise, wenn du die drückst, weil ich immer denke, ey, ich drück mal Select und dann gibt's die aber nicht mehr, weil es gibt jetzt kein Select und Start wie sonst bei jedem normalen Controller dieser Welt, sondern auch Share und Options. Und wenn du Share drückst und normalerweise irgendwie Select ist, öffnest du irgendwie so ein Menü, wo du irgendwie deine Videos hochladen kannst. Denke ich mir so, leck mich am Arsch, Mann, ich will Select drücken. Und jetzt auf einmal, ja, drück Select, um die gut zu bewerten. Ja, leck mich. Leck mich, leck mich, leck mich, leck mich, PlayStation, Sony, bla. Gut, ich gehe mal weiter und reg mich weniger auf. Okay, da unten ist, sind eine Menge Gegner, aber da gehe ich jetzt sowieso gerade nicht hin anscheinend. Außer ich da... Dieses Geräusch war ziemlich laut. Auch wenn ich da jetzt runtergehe. Aber gerade noch nicht, weil... Alter! Erschreck mich nicht so! Da steht noch einer. Genau, ich gehe sowieso erstmal noch weiter hier oben lang, würde ich sagen. Würde ich mal so behaupten. Boah, es gibt jetzt aber schon wieder viel zu viele Wege. Im positiven Sinne, zu viele. Also eigentlich nicht viel zu viele, sondern, ne, ihr wisst schon. So viele, dass ich mich motiviert fühle, alles zu erkunden. Vor allem, es geht ja nicht nur hier in diesem Gebäude lang, es gibt ja noch außerhalb auch noch viele Wege und das ist echt heftig gerade, wie viele Wege ich habe. Ich meine, im Endeffekt werden sie eh alle ungefähr zu einem Ort oder so führen. Nicht unbedingt zu einem, aber zu wenigen Orten. So wie hier, das würde jetzt auch wieder den Raum genauso wie, wenn ich da lang gegangen wäre, aber trotzdem sind es halt scheiße viele Wege. Und das mag ich gerne. So. Gehen wir erstmal hier rein. Okay, du sitzt hier in der Ecke rum. Du bist ein Mimik? Nein, okay, du bist noch keine Mimik. Richtig. Wäre auch ein bisschen seltsam, wenn ich so früh schon eine Mimik finden würde. Silberadler Langspitzschild. Also das ist ein Name für ein Schild, würde ich sagen, ne? Du bist scheiße. Du bist scheiße. Du bist scheiße, ich mag dich nicht. Tut mir leid, ich wollte dich nicht beleidigen, aber du bist scheiße. Next step! Viele liebe Grüße an Nemrisk übrigens, der mich heute deabonniert hat. Es ist eine sehr gute Entscheidung gewesen, das habe ich auch getan mit Leuten, die vor Release mit Dark Souls 3 schon angefangen haben, zumindest. Weil, nee, leck mich am Arsch. Nur als ich da in die Kommentare geschrieben habe, wurde ich halt dann von ein paar Leuten gehatet, das hast du ja auch bemerkt. Bei einem der Dark Souls 2 Parts. Dass dann ein paar Dislikes und so waren. Das ist dann passiert, als ich da geschrieben habe, dass ich die mal deabonniere, weil die jetzt schon hochladen und ich nicht spoilern will. Kann man machen, also falls du es hier siehst, irgendwie in ein paar Monaten, wenn du Dark Souls durch hast, oder auch weniger als ein paar Monaten, falls du es schon morgen durch hast oder so. Dann liebe Grüße an dich an dieser Stelle. Gute Entscheidung getroffen, gute Entscheidung getroffen. Also falls ihr mich auch, also falls ihr auch ein Video angesprochen werden wollt, deabonniert mich und schreibt es in die Kommentare. Das ist die Message, die ich hier gerade verbreite. Wow, ich bin echt Profi darin. Naja, was soll man machen, was soll man machen? Ich sage heute ganz schön oft, was soll man machen, ne? Das pisst mich gerade voll an. Oh Mann, oh Mann. Generell sage ich viel zu viele Sachen viel zu oft und wiederhole mich eigentlich die ganze Zeit nur. Ich sollte mich gerade nicht so selbst runter machen hier. Das ist echt nicht gesund. Ich sollte lieber mich darauf konzentrieren, wie ich die Gegner kaputt schlage. Denn das tue ich relativ gut, muss man sagen. Ich habe erst Weißes verbraucht. Also ich habe... Hat man ja bemerkt, am Anfang des letzten Parts, als ich hier gerade in dem Gebiet angekommen bin und da irgendwie... Ah, wie ein Traum, ja. Estus. Estus-Scherbe, das ist schön, das ist sehr gut. Kriege ich wahrscheinlich jetzt schon meinen fünften Estus, nämlich. So, jedenfalls, als ich hier gerade in diesem Gebiet angekommen bin, habe ich jetzt ziemlich verkackt. Weil da habe ich halt so auf Dark Souls 2 gespielt. Also wie ich habe mich echt halt, wie ich die ganze Zeit Dark Souls 2 gespielt habe, eigentlich ungefähr gespielt. Nur bin halt übelst deswegen verreckt. Der lebt übrigens noch. Ist mir nicht aufgefallen. Shit! Shit, 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 geh weg. Nein, geh weg, Mann! Alter, was ist los mit dir? Wie viel Ausdauer hast du eigentlich? Okay, ich muss mich gerade mal eben heilen. Ganz zufällig. So. Leck mich am Arsch.
Backstab, danke. Wow. Ich habe nicht darauf geachtet, dass er noch lebt. So, jedenfalls habe ich ungefähr so verkackt wie jetzt hier gerade und deswegen bin ich einige Male gestorben. Zweimal, glaube ich, ja. Vielleicht sogar dreimal. Aber danach, jetzt konzentriere ich mich wieder ein bisschen. Spiel so, wie ich halt damals Dark Souls 1 tatsächlich gespielt habe. Und zwar nicht im Let's Play, sondern als ich tatsächlich das erste Mal gespielt habe. Und es ist schön. Es ist sehr schön. So habe ich Bloodborne ja auch nicht gespielt, weil Bloodborne war halt irgendwie echt. Da war Rushen das Beste, was man machen kann. Ist echt so. In Bloodborne kommt man unglaublich gut voran, wenn man rusht. Und hier ist es aber nicht so. Also wenn ich jetzt hier. Ich sehe ja bis jetzt schon das Gebiet. Wenn ich hier rushen würde, würde ich ja nirgendwo hinkommen, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Also das ist echt wieder wesentlich besser als. Das Level-Design in Bloodborne war echt nicht schlecht, aber es ist halt viel zu geradlinig gewesen. Man konnte halt echt einfach überall durchrushen, weil man ist halt irgendwie doch zum Ziel gefunden. Gekommen, was auch immer. Grammatik heute nicht meine Stärke sein, weil ich nicht reden viel tun kann. Gut. Ich möchte hier übrigens gerade runterspringen, aber ich denke noch darüber nach, weil ich habe irgendwie Angst vor dem Typen da. Ich bin gerade sehr stark dazu veranlasst, hier nicht lang zu gehen, aber. Doch, ich mach das jetzt. Das ist, glaube ich, eine Fehlentscheidung, aber wer weiß das schon, ich noch nicht. Aber ich werde es herausfinden bald. Backstep, nein, okay. Aber du stirbst trotzdem. Okay. Okay, du bist tot, du bist ziemlich tot. Du bist nicht tot, oder? Naja, aber du läufst weiter im Kreis, du ignorierst mich, das ist schön. Okay, jetzt ignorierst du mich nicht mehr. Also, was ich glaube, dass ich wegrenne. Weil ich mag dich echt nicht. Du siehst voll groß aus. Ich meine, ich habe auch nicht gegen dich gekämpft, aber. Shit! Was war das? Da war ein Leck. Ihr habt ihr vielleicht gesehen, aber er war da wirklich. Also falls ihr ihn gesehen habt, dann war er da auch. Und falls ihr ihn nicht gesehen habt, dann war er trotzdem. Okay, es leckt gerade übelst. Boah, leckt es. Boah, es leckt. Ich habe echt noch Probleme mit meinen FPS-Zahlen. Ich muss da irgendwas gegen machen. Ich weiß nur noch nicht was. Ich könnte die Auflösung runterstellen, theoretisch, also auf 720p oder so. Vielleicht werde ich das notfalls machen. Aber ich weiß, wo ich bin. Da müsste eigentlich dieser Dancer of the Frigid Valley sein. Den man schon aus der Beta kennt. Der müsste da drin sein. Ich habe auch mal gelesen, dass der irgendwie nicht mehr da ist. Also kann es sein, dass er da jetzt nicht ist. Ich bin mir aber echt nicht sicher, ob das jetzt so ist oder nicht. Werden wir wahrscheinlich bald herausfinden. Oder ich sterbe vorher, was auch relativ wahrscheinlich ist, weil ich kein Estus mehr habe. Und weil da jetzt zwei von diesen Rittern sind, die beide relativ stark sind. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich sterben. Genau, das wollte ich sagen. Wir sehen uns vielleicht hier wieder oder irgendwo anders. Ich überleg's mir noch. Wahrscheinlich sehen wir uns hier wieder. Oh, Leute, guck mal, was ich gefunden habe. Nein, nicht abhauen. Oh Gott, er wird eh verschwinden. Nein! Oder ich verschwinde. Ah. Ja, hau noch drauf. So, hier bin ich wieder. So, jetzt stirbst du. Und zwar nicht zu nah am Rand. Danke. Meine Fresse. Cooler Edelstein. Fantastisch. Damit kann ich upgraden. Man mag es kaum glauben, aber das kann ich damit. So, dann gehe ich mal weiter. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal nicht da lang, wo ich letztes Mal lang bin. Denn jetzt sind die Seelen sowieso weg. Sonst hätte ich halt euch da wieder getroffen. Das hätte, nachdem ich den Kristallbla wieder getötet hätte. Hätte ich wieder Shit gemacht. Und dann wird es halt da wieder unten wieder gesehen, aber jetzt bin ich halt eh tot gewesen. Und so, ihr wisst, was ich meine. Und ich habe schon zwei Estus verschwendet, das ist echt scheiße. Ich könnte auch mal, stimmt, ich könnte echt mal Estus upgraden, ne? Habe ich jetzt komplett vergessen gerade. Verdammt. Ich weiß aber gar nicht, ob es upgraden ist oder, obwohl Estus-Shards müsste, halt nicht upgraden, sondern, naja, ist schon. Hinzufügen halt, ne? Eins mehr. La, wir gehen jetzt mal hier runter. Mal gucken, wo mich das hinbringt. Okay, der Typ ist schon mal tot. Das gefällt mir. Es bringt mich direkt hier hin. Na dann. Macht es ja nicht so den Unterschied. Aber warum bist du tot? Hat dich der andere auch umgebracht? Hat er irgendwie alle umgebracht? Kann das sein? Ich kann jetzt durch. Wieder mal. Wir rennen wieder zum selben Ort wie vorher. Also der Weg ist schon mal gar nicht so weit eigentlich. Hier hin. Das war nur ein größerer Weg, den wir genommen haben, der wahrscheinlich hauptsächlich für die Estus-Shard da ist. Okay, gehen wir mal hier oben lang. Das wäre vielleicht besser, als wieder zu den Rittern zu gehen, die mir ein bisschen zu viel sind. Momentan. Ja, ist halt schon schade, dass wir jetzt 1500 Seelen verloren haben, aber. Naja. Passiert. Und ich meine, so viel ist es noch, wenn nicht.
Und die FPS sind echt schlimm. Die sind richtig schlimm. Ich weiß, dass es an meinem PC liegt, aber... Boah, sind die schlimm, die FPS. Ich brauche vielleicht mal bald einen neuen, ne? Kann ich mir nicht leisten. Also, spiele ich halt mit Lags. Kann ich beleben. Oder, wie gesagt, ich stelle wahrscheinlich noch die Auflösung runter. Sollte auch helfen. Kann ich auch eigentlich jetzt ausprobieren. Mal sehen. So, 7x20. Obwohl, ich glaube, jetzt habe ich die Aufnahme. Ich lasse es jetzt erstmal. Ich lasse jetzt noch bis zum Ende der Aufnahme. Wie lange ist überhaupt die Aufnahme schon? Nee, ich kann auch ein bisschen aufnehmen, okay. Ich will jetzt nicht irgendwie, ich glaube, dass die Aufnahme dann möglicherweise kaputt geht oder so, wenn ich jetzt die Auflösung ändere. Das könnte passieren. Ich hoffe, sie ist nicht jetzt schon kaputt, die Aufnahme. Wenn ja, dann tut es mir leid, dass ihr jetzt das Ende der Rest dieses Parts irgendwie in was für eine Qualität ertragen müsst. Also, dass es irgendwie, ja, ein schwarzer Rand oder so ist und ich werde jetzt hier gerade sterben. Das ist eine ziemlich beschissene Situation hier. Okay. Sterbt, sterbt. Gut, die waren auf jeden Fall sehr stark, die hätte ich auch einfach schlagen können. Wären sie tot gewesen. Fantastisch. Muss man halt vorher wissen, aber ich hätte eigentlich bei der Menge an Gegner denken können. Naja, was soll's. Sonst liegt hier nichts? Nö, anscheinend nicht. Okay. Ach, es ist eine Abkürzung. Das könnte natürlich sein. Fahren wir mal nach oben und sehen wir, wo es uns hinbringt. Item. Item ist schön. Bist du eine... Nein, bist du nicht. Zu schade. Ich habe eine Vermutung. Ja, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß nicht, ob der Weg unbedingt... Ja, doch, ist er. Der müsste größer. Ah, shit. Ja, nein. Leg es nicht drauf an. Leg es nicht drauf an, Freundchen. Okay. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ich mag den Weg nicht. Ich weiß nicht, ob dieser Weg jetzt... Ich meine, der ist kürzer. Vom Weg her. Aber er ist halt voll mit irgendwelchen Gegnern, die ich hasse. Okay, wir gehen jetzt nochmal hier hin. Und rasten hier. Grandios. Und... Dann... Wie lang ist der Part jetzt? Das ist eine Frage. Ich weiß nicht, es lohnt sich jetzt wahrscheinlich nicht, irgendwo hinzugehen. Deswegen werde ich jetzt mal den Part beenden. Ich gehe zum Feuerbandschrein, grinde mein, genau, ich grinde. Ich grade mein, Estus ab und so und da. Ja. Dann bis zum nächsten Part, wir sehen uns hier wieder. Lass einen Kommentar da. Bis dahin. Ciao.